Vorletztes Heimspiel des SC Preußen Münster. Es kommt der FSV Zwickau und damit treffen vielleicht zwei der besten Rückrundenmannschaften der dritten Liga aufeinander. Und nicht nur das, Preußen Münster hat auch schon die Trainerfrage für die neue Saison geklärt. Es geht weiter mit Benno Möhlmann und der steht neben mir. Benno Möhlmann, noch ein Jahr Preußen Münster. Was gab den Ausschlag? Ja, zum einen natürlich, dass dieses erste Halbjahr, was ich jetzt hinter mir habe, gepasst hat. Ich denke, wir haben ein gutes Miteinander gefunden, wir sind erfolgreich gewesen und wir haben Dinge verbessert. Und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Weg fortsetzen können, dass wir auch im nächsten Jahr zumindest die Saison stabiler spielen können und dass wir insgesamt auch in diesem Bereich der Qualität bleiben werden. Wir sind noch in der alten Saison, aber ruhig mal einen Blick nach vorne. Nochmal Abstiegskampf wollen Sie ja wahrscheinlich sich nicht hier in Münster antun, oder? Nein, ich habe ja gerade gesagt, ich möchte gerne die Basis, die wir jetzt hatten in der Zeit, in der ich hier bin, und das ist ungefähr so ein Punkteschnitt von 1,5, auf jeden Fall auch behalten und gucken, ob es noch auch weitergeht und ob es noch besser werden kann. Wir werden sicherlich im nächsten Jahr hier nicht die Zielsetzung Aufstieg haben können, weil wir einfach auch nicht danach den Etat haben und danach auch nicht alles richtig 100% ausbauen können. Aber wir werden eine Mannschaft haben, die funktioniert und wir werden eine Mannschaft haben, die hier vernünftigen Drittliga-Fußball spielen wird. Sie sind jetzt 62 Jahre alt. Brennt das Feuer für Fußball so wie früher oder hat sich was verändert? Und was versprechen Sie sich von diesem nächsten Jahr in Münster? Es verändert sich immer was, ne? Nicht nur mit dem Alter, sondern einfach auch so mit der Zeit. Und ich denke aber, das Entscheidende ist, dass die Arbeit auf dem Fußballplatz, vor allen Dingen auch die Trainingsarbeit, die tagtägliche, ob es nun schneit, ob es regnet oder ob die Sonne scheint, dass die mir nach wie vor Spaß macht. Und auch dieser Umgang mit den Jungs bereitet mir Freude und ich mache das gerne und ich mache es dann auch im nächsten Jahr gerne. Zurück zum Hier und Jetzt. Am Sonntag geht es gegen Zwickau, viertletzter Spieltag. Sie haben einige Sorgen im personellen Bereich. Ja, da sieht es leider jetzt wieder nicht so gut aus. Wir haben vor allen Dingen im defensiven Mittelfeld ja mit dem Danilo Wiebe, mit dem Sandrino Braun, der gesperrt ist, mit dem Benny Schwarz, der seine Problematik mit dem Knie ja laufend hat, da doch drei Ausfälle, die schon wehtun und die ich gerade jetzt hier in dem Spiel gegen Zwickau gut gebrauchen könnte. Und auch einige andere stehen noch nicht zur Verfügung, weil der Stefan Tritz ja auch noch gesperrt ist nach der fünften gelben Karte. Insofern stellt die Mannschaft sich nicht automatisch auf, aber wir sind schon personell nicht bei 100%. Vier Spiele noch. Oft wurde gesagt, Trainer gucken dann sich nochmal die Reservisten an, wie gut sind die, können wir mit denen weiter verlängern etc. pp. Gibt es solche Art von Geschenken in den letzten vier Spielen von Ihnen oder sind Sie einfach heiß noch auf 12 Punkte, die noch zu vergeben sind? Ja, wir wollen auch in den letzten Spielen erfolgreich sein. Wir wollen im Grunde diese doch durchwachsene Saison einfach solide, gut auch beenden. Das ist schon Zielsetzung, das ist auch der Wunsch der Mannschaft. Und wir werden hier keine Aufstellungsgeschenke verteilen. Das müssen die Spieler sich schon im Training dann auch erarbeiten. Und letztlich, denke ich, muss ich jetzt auch nicht mehr unbedingt sehen, den einen oder anderen, sondern ich weiß schon um die Qualität der einzelnen Spieler und auch in Bezug auf Vertragsverlängerung oder Planung fürs nächste Jahr ist das für mich jetzt nicht mehr entscheidend. Dann viel Spaß und viel Erfolg am Sonntag gegen Zwickau.